Hallo Uhrenfreunde, herzlich willkommen zum nächsten Video. Jetzt schauen wir uns eine schöne Toolwatch von Gleisin an, nämlich die GL0088 Combat Sub 20. Wir gehen mal hier zurück wieder auf Normalansicht. Legen Sie kurz beiseite, schauen uns noch die Schachtel an. Ist hier in einer normalen Box. Die Uhr ist zwar 2 Jahre alt, aber so gut wie ungetragen. Hier haben wir noch Unterlagen dabei, Manual Instructions und auch die Garantiekarte. Und hier sehen wir, die wurde gekauft im Juli 21 bei Olford in Deutschland, eine GL0028. Tragezeit hatte sie nicht viele, somit auch kaum Gebrauchsspuren und kann eigentlich fast als neuwertig durchgehen. So, legen wir zur Seite. Schauen wir uns das Öhrchen etwas genauer an. Was bei dieser 42 mm gleich auffällt, ist die extrem gute Ablesbarkeit. Wir haben hier natürlich im Stile einer Fieldwatch. Es ist eine Mischung aus allem. Es ist ein bisschen eine Taucheruhr mit der einseitig drehbaren Taucherlünette. Wir haben aber auch die Fieldwatch-Elemente. Zeichnet sich immer dadurch aus. Außen haben wir die 12 Stunden in die 24 Stunden Anzeige in Zahlen. Sie ist matt, das Ziffernblatt, und extrem gut ablesbar. Und die großen 12 Stunden Anzeige ist hier komplett belohnt. Ich werde an der Stelle wieder unterbrechen und ein Foto der Lumeigenschaften einblenden. Foto habt ihr gesehen, leuchtet im Dunkeln wie ein Christbaum. Wir haben eine schöne schwarze Datumsscheibe mit weißen Zahlen drauf und nochmal ein schönes kleines Rähmchen und auch einen beleuchteten Indiz auf der 3 Uhr Position. Also eine In-Fieldwatch, außen Taucheruhr. Wir haben ein robustes Edelstahlgehäuse. Die Hörner gehen schön runter, wie so Krallen fast. Wieder erinnern mich stark da an eine Breitling. Die haben auch immer stark abfallende Hörner, was sich eben schön anschmiegt. Und das Krasse ist wirklich bei dieser Uhr, die ist nur ganz knapp über 10 mm hoch. Etwas über 10, aber ich glaube, wir bleiben unter den 11 mm flacher Saphirglas, Aluminiumlünette. Dadurch trägt sie sich wirklich super angenehm. 42 mm habe ich schon gesagt. Wir haben 22er Bandanstöße und dran sind diese massiven Naturkautschuk-Armbänder. Und ihr werdet es riechen. Also derjenige, der für sie vielleicht mal kauft oder die hier besitzt. Sie riechen extrem stark nach, haben dieses Vanillearoma und das wird auch nie aufhören. Das ist hier eben typisch bei eben echtem Naturkautschuk. Da hast du immer dieses schöne Vanillearoma. Ist natürlich auch dann wasserunempfindlich. Wenn ihr im Sommer damit baden, tauchen geht oder ihr seid draußen in der Natur unterwegs, es regnet, was auch immer, da werde ich die Uhr nicht im Stich lassen. Die Lünette ist echt cool, hat eine 60er Click Bezel und ist so richtig satt. Also so wünscht man sich eine Bezel an jeder Uhr. Ich weiß auch nicht, warum immer die 120 gemacht werden, um hier noch so feiner zu unterstellen, das kannst du fast eh nicht erkennen. Ich finde, eine 60er reicht total aus, finde ich auch viel praktischer, um sie wenigstens sekundengenau schnell und einfach einstellen zu können. Wir haben auch den beleuchteten Punkt hier oben im Dreieck, was du eben brauchst für eine richtige Diver. Dass du, wenn du dann irgendwie am Tauchen bist und nochmal schnell mit der Tafelschenlampe drauf leuchtest, siehst, wann solltest du langsam mit dem Auftauchen beginnen. Natürlich hat man heutzutage noch einen Tauchcomputer am linken Handgelenk, aber viele Taucher tragen das nochmal als Backup. Ne? Wenn die Technik ausfällt, lässt sich so eine mechanische Uhr sicher nicht im Stich am rechten Handgelenk. Saphirglas habe ich, glaube ich, schon erwähnt. Wir haben einen verschraubten Edelstahlboden. Ihr seht auch hier, da sind kaum Gebrauchsspuren. Auch die Flanken glänzen noch wunderbar. Schön geschwungen hier und geht richtig weit rein bis an die Lünette. Sie steht überall ein bisschen hauch den über, damit man sie gut greifen kann. Verschraubte Krone, 20 bar wasserdicht. Sehr gut zu greifen mit den Rillen. Auch ein ETA-Werkverbot. Und schon wieder, ne? Auf der Viertel-nach-Position. Wir machen das mal, dass man es ein bisschen schöner sieht. Ne? Ihr seht auch nochmal einen Dichtungsgummi hier.
Ja, damit ihr auch wirklich dicht ist. Na, in Position 1 habt ihr natürlich wunderbar, könnt ihr die Uhr aufziehen, wenn sie stehen geblieben ist. Position 2 hat man üblicherweise, also das ist schön erwischen, sonst ist man meistens gleich wieder zu weit draußen. Die Datum-Schnellvorstellung wieder. Ich gehe immer hin, mache es am Tag davor, halte ich dann an, dann halte ich den Sekundenzeiger oben auf der 12 an und dann drehe ich eben so lange, bis ich das Datum habe, das ich gerne hätte. Wir können auch mal hier schauen, wann sie springt. Aber die ETA-Werke, die springen eigentlich immer schön genau um Mitternacht. Ja, nochmal rum, okay. Jetzt sieht man so um 10 Minuten vor, bewegt sich zum ersten Mal und zack. So um 4 Minuten vor 12 springt dann das Datum um. Sekundenstopp kann man natürlich wunderbar schön sekundengenau einstellen. Dann wieder zuschrauben. Die Krone ist sehr schön griffig und macht das Auf- und Zuschrauben wieder sehr einfach. Ja, praktische Uhr mit sehr guten Ablesbarkeiten, robust, wasserdicht, zuverlässiges Werk. Noch diesen orangenen Ring außen auf der Railway macht das Ganze, peppt es noch ein bisschen auf. Ich glaube, das Modell ist inzwischen eingestellt bei Glycine. Man findet es nicht mehr auf der offiziellen Webseite. Was eigentlich schade ist, denn das war wirklich eines der schönsten Combat-Sub-Modellen. Aber wer sie haben möchte, die Uhr steht zum Verkauf. Kampfpreis 400 Euro. In fast tadellosem Neuzustand. Super flach, trägt sich angenehm. 22 mm Band am Stoß, also natürlich jede Menge Möglichkeiten mit Bänder zu spielen und zu variieren. Oder sagst du, wenn du sowieso in Wet Conditions verwendest, dann lässt du das Kautschuk-Strap hier einfach dran. Ja, unten haben wir die Seehunde, die zeigen immer dann die wasserdichten Modelle an. Saphirglas, Saphir Crystal 20 ATM, Glycine GL0088. Stainless Steel Automatic. Eine klasse Toolwatch zu einem sehr guten Preis. Gut. Auch nochmal fürs Archiv. Zoomen wir hier nochmal schön ran. Und dann sage ich hier schon, danke fürs Reinsehen, bewerten und kommentieren. Schreibt nochmal, habt ihr auch eine Uhr von Glycine? Würde mich interessieren. Und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos wieder. Also allzeit gute Zeit mit euren Uhren und viel Spaß.